Schauen wir uns das auch mal an. Ich habe hier diesen Wandläufer. Da ist genau das Programm jetzt ergänzt um die Prozeduren rechts umgekehrt. Und lade hier mal ein Beispielterritorium. Der Hamster hat jetzt ein Korn im Maul. Das kann ich damit definieren. Und starte das Programm. Dem Hamster wird jetzt an der einen oder anderen Stelle schon ein wenig schwindelig, aber das ist egal. Letztendlich soll er ja nur seine Aufgabe erledigen. Und über die Zeit, in der er das tun soll und mit dem Aufwand, in dem er das tun soll, ist ja nichts ausgesagt. Ich stelle es mal ein bisschen schneller. Man sieht es sehr schön. Der Hamster hat seine Aufgabe erfüllt. Ändern wir mal das Territorium vielleicht auch noch mal ein bisschen ab. Ich lösche das hier mal, setze dem Hamster mal wieder ein Korn ins Maul und könnte jetzt beispielsweise ja auch mal hier noch eine Mauer einziehen. Ja, dann wird der Hamster jetzt hierher laufen. Wir machen das mal, lassen das mal ausführen. Und so weiter. Man kann sich wirklich hier beliebige Territorien vorstellen. Der Hamster wird immer seine Ausgangsposition wieder erreichen.